This is the police. Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück. Und ja, Dealer invasieren oder überfluten Freeburg. Alle Angestellten aus dem Rathaus bekommen Autos zur persönlichen Benutzung. Ganz toll. Und Freeburg wird die Halbfinals der Hockey-Jugend League absolvieren. Eventuell. Zumindest haben die Zeitungen nichts über den toten Zivilisten geschrieben, wo wir die Augen zugedrückt haben. Du willst frei haben? Nein, wir sind eh schon zu wenig Leute. Tut mir leid, Kingston. Können wir im Moment auf keinen verzichten. Musik ignorieren wir auch mal für den Moment. Soll ich mein sauer verdientes Geld jetzt auch nicht für ausgehen? Ja, ist jetzt wieder. Wird uns wieder ein Platz gestrichen. Ja, gut, immerhin haben wir einen Empty-Slot, den wir besetzen könnten. Guck dir das doch mal an hier. Arbeiten wir in Schiff Bäder mit 5 Leuten. Und anders schmeiße ich Kuganranis raus. Und stelle für Schiff Bäder noch jemand Neues ein. Ken Oshiro, der ist sogar richtig gut. Blöd, dass wir jetzt jeden Tag nur, weil wir irgendwelche... Ne, das geht so nicht. Also, na, weiß ich nicht. Das gefällt mir noch nicht, dass wir da jedes Mal da jetzt jemanden rausschmeißen müssen. Eine Farm. Unbefugter Zutritt. 2 Leute haben sich auf sein Grundstück geschlichen und haben die Scheune angezündet. Und in dem Moment, als er angerufen hat, haben die 2 versucht, auch noch sich Zutritt zum Haus zu verschaffen. Das ist eine Aufgabe für Stovall, Kingston und den neuen Beard. Der ist doch furchteinflößend. Da werden die Kriminellen schon abbauen. Stovall macht das schon. Hoffentlich. Aber wenn wir Stovall verlieren, dann schmeiße ich jetzt schon in den Hohl. Dann halte ich keine 180 Tage mehr aus. Gespannt, was dabei rumkommt. Sonst ein ruhiger Morgen in Freeburg. Wie es aussieht, sind keine Kriminellen in der Nähe des Hauses. Und die Tür ist aufgebrochen. Und innen drin, ja, treiben sich zwielichtige Gestalten rum. Wir bleiben draußen und schreien, kommen Sie raus mit erhobenen Händen. Ja, Stovall. Stovall macht alles. Sehr gute Arbeit. Ein Diebstahl in der Everyday Mall. Drogenabhängiger. Hat versucht, eine Flasche teuren Likör rauszuschmuggeln. Und als sie ihn erwischt haben, wollte er abhauen. Komm. Schicken wir mal Grant und Kuganis. Für den tut's mir leid, Kuganis. Kuganis. Cooler Name. Dass wir den rausschmeißen müssen. Gibt's eigentlich was Neues vom Deputy? Wir haben hier einen Snitch eingestellt. Da kriegen wir bestimmt dann irgendwie Nachrichten. Wenn der irgendwelche neuen Informationen für uns hat. Der Snitch. Mr. Sand braucht mal wieder Hilfe. Eine von den 9 Leuten hat versucht, eine Buchhalterin zu vergewaltigen. Wir haben ihn in einem Hotelzimmer eingeschlossen. Aber er hat gedroht, die ganze Organisation auffliegen zu lassen. Er sollte mal mit einem Polizisten face-to-face reden. Das ist eine Aufgabe für Beard. Da stecke ich nicht Stovall hin. Stovall ist einfach zu ehrlich. Festnahme, sehr gut. Kann ich eigentlich schon mittlerweile hier in der City Hall einen neuen... Nein, muss ich noch einen Tag warten, um einen neuen Jobslot zu beantragen. City Center, 18.39 Uhr. Ja, das Problem ist jetzt wieder, wenn wir diesen Fall, ich glaube, dass das damit zusammenhängt, wenn wir diesen Fall jetzt wieder ignorieren, dass es schief geht, dass uns dann wieder ein Platz gestrichen wird. Aber wir können auch nicht hinfahren und es uns mit Mr. Sand verscherzen. Weil ich jetzt nicht genau, was wir machen sollen.
Angriff mit einer tödlichen Waffe. Eine Frau hat angerufen, dass sie einen glatzköpfigen Mann gesehen hat, wie er einen Dunkelhäutigen angegriffen hat. Die Beine geschlagen. Und der hat gerufen, ich werde dich totschlagen, du Freak. Ohne Scheiß, ich mach das wirklich. Und sie glaubt, dass sie auch eine Pistole gesehen hat. Gefährliche Sache. Aber Stovall macht das schon. Nö. Ne? Relativ ruhiger Tag heute, oder? Die Situation ist ernster als gedacht. Da schicken wir doch noch zwei hin. Da schicken wir den neuen Mann. Ist jetzt mal eine gute Ausrede gehabt. Aber sollen wir Kukaranis hier hinschicken? Wir machen das einfach mal und gucken, wie Sand reagiert, wenn wir jetzt Polizei dahin schicken. Auf der anderen Seite vermute ich, dass, wenn da wieder was schief geht, vielleicht sogar ein Zivilist bei drauf geht, dass wir dann wieder eine Strafe kriegen und dass es dann wieder ein Slot abgezogen wird. Das wäre nicht so schön. Deswegen werden wir das jetzt einfach mal ausprobieren. Versuchter Mord im City Center. Wurde gerade auf eine Trage gelegt, als noch ein Schuss gefallen ist. Und in dem Moment hat der deinen Job beendet. Man konnte nicht sehen, von wo aus geschossen wurde. Außer von ja, einem der Wolkenkratzer. Jetzt zum Wolkenkratzer rechts, Wolkenkratzer links. Oder einfach nur die Gegend beobachten. Er ist entkommen. Aber immerhin haben wir die Polizei hingeschickt. Mal sehen, was Mr. Sand dazu sagt. Okay, der ist jetzt erstmal nicht zufrieden, aber er glaubt, dass wir einen guten, oder er hofft, dass wir einen guten Grund dafür hatten, jemanden hinzuschicken. Er will nicht noch mehr Theater haben. Versuchter Diebstahl. Der achtjährige Kevin, ist allein zu Hause und versteckt sich unter dem Bett. Und draußen um das Apartment schwirren Leute herum, die er nicht kennt. Müssen wir abwarten, bis zwei Leute zurück sind. Assault mit Deadly Weapon. Auch hier nichts passiert. Sehr schön. Keine Zivilisten umgekommen, keine Officers. Sehr gut. Das geht sich noch gut aus von der Zeit her. Da schicken wir Grant und Kukaranis hin. Und es gibt Neues von der Brandstiftung. Ja, das Bild macht schon mehr Sinn. Es wurde ja gesagt, dass sie eine Flasche geworfen hat und dann nicht mit einem Flammenwerfer stand. Scheint aber trotzdem nicht richtig zu sein. Das ist jetzt entweder ein Bild, wie sie reinrennt ins Kino, dann die Flasche wirft, dass sie dann rausgeht und das Ganze blockiert, das war ja, davon war eigentlich nicht die Rede. Aber das könnte schon sein. Sie kommt spät zur Vorstellung, rennt rein ins Kino, wirft die Flasche, den Molotow-Cocktail, und dann fehlt uns noch ein Bild. Irgendwie kommen wir mit den Ermittlungen nicht weiter. Ich habe es nicht so drauf mit den Ermittlungen. Ich bin kein Detective. Bin auch insgesamt irgendwie ein schlechter Polizeichef, habe ich das Gefühl. Dabei wollte ich nur immer das Richtige tun. Grant und Kukaranis sind schon da, aber es scheint tatsächlich etwas Ernsteres zu sein. Die Situation ist ernst, schickt man nochmal Stovall und Kingston hin. Nicht, dass da jetzt noch was passiert. Kurz vor Feierabend ist gut, ist schon fast ein neuer Tag hier. Ja, weiter Weg bis dahin. Vor Ort.
Sehr schön, Verdächtige festgenommen. Hoffe, es ist nichts passiert. Und auch der 8-jährige Kevin kann jetzt beruhigt schlafen. Ja, Kuranis. Sorry, tut mir leid, Junge. War's ein guter Mann. Was macht er denn? In my new role as corrupt official, I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time, I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg. This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Takes a lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. He killed those who could not be killed, traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible amount of power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Maybe it's true I don't have the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. This city of yours moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning, full of ideas. And by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry.
I'd be getting a reminder soon. Super, noch ein Mafia-Boss, der Gefallen von uns einfordert. Die Schlinge zieht sie um unseren Hals irgendwie immer fester zu, vermute ich. Oder habe ich das Gefühl, anstatt dass wir uns einen schönen Fonds aufbauen für unsere Rente. Naja, schauen wir mal, wie es in der nächsten Episode weitergeht bei This is the Police. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.